Auf jeden Fall nicht Ashraf Hakimi. Ich kann es gar nicht sagen, wir haben gar nicht so viele langsame Spieler bei uns in der Truppe, deswegen... Manuel Akanji. Gut tanzen zu können. Das sind geile Fragen, da mache ich mir gar keine Gedanken drum im Leben. Dann Axel Sagadou an, weil der ist so dermaßen ruhig und für seine Körpergröße auch echt in der Kabine zumindest harmlos. Ja, ansonsten würde ich jetzt mal tippen, dass es keiner bei uns in der Mannschaft verdient hätte. Gegebenenfalls würde ich fast sagen Jaden. Jaden achtet doch schon noch mehr auf seine Frisur und hätte wahrscheinlich noch einen Friseurtermin vor der Partynacht. Definitiv Marco Reus. Ich jetzt nicht, aber wir haben mit Kajavad schon einige FIFA-Duelle in der Nationalmannschaft gehabt und da ist er, glaube ich, sang- und klanglos untergegangen. Rafael Guerrero 100%. Die Frage ist einfach, weil er ist somit der witzigste in der Kabine. Ja, Mo Dahoud, 100%. Mo Dahoud. Weil Mo Dahoud ist, der hat ja so eine schöne Haarpracht nach hinten und ich weiß nicht, wie viel Wachs oder Gel er sich reinhaut, aber das dauert halt, bis die Mähne steht nach hinten und das dauert schon sehr lange. Also ich sehe ihn oft vorm Spiegel. Ganz klar. Da muss ich auch nichts weiter zu sagen. Einfach Mats Hummels, das lasse ich so stehen. Marco Reus im hintereinander folgenden Spielen die zu verlieren gegen mich. Ich glaube, Roman Bürki würde gern mal einen Beauty Contest gewinnen.